Das, was wir gerade in Japan miterleben, sollte und durfte nie stattfinden. Eine solche Verkettung von hochdramatischen und katastrophalen Umständen galt bisher als völlig unwahrscheinlich. Wie ist das sogenannte Restrisiko, wie Experten die Gefährdungspotenziale bei der Nutzung der Kernenergie bezeichnen, zu bewerten? Auf welches Restrisiko müssen wir uns auch hier in Deutschland trotz des heute von der Bundesregierung verkündeten Moratoriums für alte Atommeiler eigentlich einstellen? Ein Vulkanausbruch mitten in Deutschland ist ziemlich unwahrscheinlich. Ein Super-GAU in einem deutschen Atomkraftwerk, laut Atomwirtschaft ein minimales Restrisiko. Eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähnlich wie die Wahrscheinlichkeit, mit mehreren Würfeln gleichzeitig eine 6 zu würfeln. Der Laacher See in der Eifel zwischen Frankfurt und Köln sieht harmlos aus. Wer hier lebt, weiß aber, es ist ein Vulkan, der immer wieder Jahrtausende lang Pause macht. Wann das passiert, wann er wieder ausbricht, das können wir zurzeit heute überhaupt nicht sagen, weil, wie gesagt, keine Anzeichen direkt darauf hindeuten. Aber unsere Erfahrung in der Vulkanologie, die sagt uns, dass dieser Vulkan auf jeden Fall als aktiv anzusehen ist und mit Sicherheit wieder ausbrechen wird. Ob nächstes Jahr oder in einigen Jahrtausenden, weiß niemand. Doch wenn der Vulkan ausbricht, war er bislang immer viel stärker als Vesuv oder Ätna. Ein Ausbruch der Vulkane im Bereich von Maria Laach hätte natürlich zur Folge, dass eine große Aschewolke frei wird. Und dann muss man damit rechnen, dass natürlich dieser Ausbruch von Erdbeben begleitet ist. Und das alles wirkt natürlich auf die Standorte Biblis speziell. Doch auch ganz ohne Vulkanausbruch muss in Deutschland mit Erdbeben gerechnet werden. Diese Karte zeigt wo. Und viele Atomkraftwerke stehen genau in solchen Risikogebieten. Bei der Planung hat man die Kraftwerke so gebaut, dass sie das größte an diesem Ort bislang aufgetretene Erdbeben aushalten können, hat sogar noch einen Risikoaufschlag gemacht. Von der Seite her sind unsere Gebäude natürlich alle erdbebensicher. Die Frage ist nur, ob die Bemessungsgrenze, die man eingeführt hat, ob die richtig ist. Dass ein sogenanntes Restrisiko besteht, war auch in Deutschland von vornherein klar. Und die staatliche Gesellschaft für Reaktorsicherheit hat es schon 1988 berechnet. Bei 17 Reaktoren rechnete sie alle 1941 Jahre mit einem GAU. Dass noch in diesem Jahr bei uns ein solcher Unfall entsteht, entspricht damit der Wahrscheinlichkeit, mit 5 Würfeln gleichzeitig eine 6 zu würfeln. Solche Ereignisse können natürlich immer passieren und auch in Deutschland. Aber es wird wahrscheinlich nicht ein Erdbeben sein, sondern es können Überflutungen sein. Es kann der Ausfall der Netzversorgung sein aufgrund von Stürmen, aufgrund von anderen Ereignissen. Nicht nur Erdbeben, sondern selbst ein Erdsturz wie dieser vor kurzem in Schmalkalden in Thüringen kann ein Atomkraftwerk schwer beschädigen. Ausgeschlossen? Nein, im Gegenteil. Unter dem umstrittenen Atomkraftwerk Neckar-Westheim in Baden-Württemberg ist ein Erdfall möglich. Also es geht darum, dass es dort kalkhaltige Schichten im Untergrund gibt. Die werden ausgewaschen durch Grundwasser. Und irgendwann hält dann das Deckgebirge nicht mehr und rauscht dann nach unten durch. Diese sogenannten Erdfälle, die können Tiefen erreichen bis zu 200, 300 Metern. Höchst gefährlich, wenn so ein Naturereignis nicht eine Straße, sondern ein Atomkraftwerk trifft. Wie selbst harmlose Ursachen Störfälle auslösen, zeigte sich im Atomkraftwerk Grundremmingen schon 1977. Block A erlitt damals einen Totalschaden. Zu keiner Zeit, so versicherte das für Umweltfragen zuständige Ministerium in München, sei das Personal des Betriebes oder die Bevölkerung gefährdet gewesen. Weil die Hauptstromleitung ausgefallen war, musste das Kraftwerk notabgeschaltet werden. Dazu wurden die Turbinen stillgelegt und das Kühlwasser umgeleitet. Dabei klemmte überraschend ein Ventil. Im Reaktor entstand ein Überdruck, der Sicherheitsbehälter wurde undicht und hunderte Kubikmeter radioaktives Kühlwasser überfluteten das Gebäude. Radioaktiver Dampf entwich in die Umwelt. Immerhin, das Notkühlsystem hielt. Eine Kernschmelze konnte verhindert werden. Doch der Reaktor war zum radioaktiven Totalschaden geworden, wurde nach jahrzehntelanger Abklingzeit demontiert.
Auslöser des Unfalls? Ein Wintereinbruch, der die Starkstromleitung zum Reaktor beschädigt hatte. Wie viele weitere technische Defekte gereicht hätten, um statt Totalschaden einen Super-GAU zu erzeugen, ist unbekannt. Jetzt hat ja die Bundesregierung durch ihre Moratoriumsentscheidung gerade kundgetan, dass sie doch nicht bereit sind, so viel Restrisiko einzugehen, sondern sie wollen das verringern. Und das ist auch richtig so. Wir müssen nur sehen, inwieweit der Mut zur Tat erhalten bleibt. Bezogen auf die Laufzeit deutscher Atomkraftwerke, 40 Jahre, hat schon die Gesellschaft für Reaktorsicherheit das Risiko höher eingeschätzt als die Wahrscheinlichkeit, dass drei Würfel gleichzeitig eine 6 zeigen. Und wie bekäme man die vom Bundesumweltminister versprochene 100%ige Sicherheit? Wenn Röttgen sagt, nur die Atomkraftwerke können weiter betrieben werden, die 100% Sicherheit garantieren, dann müsste er alle Kernkraftwerke abschalten. Denn 100% Sicherheit gibt es in der Kerntechnik nicht.